Ich gehe jetzt wieder raus. Ach da. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Oh, da ist tatsächlich noch ein Hinweis. Dann finde ich wahrscheinlich doch die letzte Perle hier irgendwo. Verlieren wir gute Leute. Das hatten wir schon mal. Da liegt eine Gifthülle. Cool. Hallo, Süßer. Dorndiste. Feuerkraut. 4 von 5 Perlen. Es fehlt immer noch eine. Steck dir deine Geldkatze lieber ins Hemd. Man darf es dem Kartell nicht zu leicht machen. Jetzt gibt es die Urlaubsweise wahlweise mit den kommandischen Masken oder die nur dazu, um die Gesichter zu verdecken. Andererseits, wir hatten eine so schlechte Nase, dass es darauf feinfallen sollte. Ich weiß auch nicht. Naftanstaude. Das kennen wir schon. Roter Lotus. Oh, Moment. Goldregenfrucht. Alpsprössling. Blut. Da geht's nicht rein. Fünf von fünf Perlen. Damit haben wir alle. Damit hätten wir jetzt alle Nebenquests abgeschlossen, bevor wir die Hauptquests weitergemacht haben. Das ist ja großartig. Hi, wie geht's so? Müsst ihr mich nicht aufhalten? Immerhin hat jetzt diese Sumpffrau den Tempel und nicht mehr die Rondrianer. Und das Kartell hat noch ein kleines, naja, Entgelt eingesackt. Naja. Ich beklaue euch übrigens gerade, ne? Nur damit ihr es wisst. Großartig, großartig. Die gucken alle bloß zu. Hier steht für bewaffnete Leute, die mich hassen. Und sie tun nichts. Das hatten wir schon. Da kommt man nicht durch. Okay. Und auf zurück in die Oberstadt. Oder Mittelstadt. In die höher gelegene. Warte mal. Da fällt mir gerade was ein. Ich hab doch einen. Oh. Wie konnte ich dich nur übersehen? Feuerkraut. Sag mal, gehe ich hier blind durchs Leben oder was? So, warten jetzt hier der Eingang. Besser nicht auffallen. Hier hast du schon ein Messer in der Kehle. Oh, ich komme nicht mehr rein. Schade. Ich hätte gerne nämlich meinen Anteil abgeholt. Ich habe bis dahin noch nicht ein einziges Mal Geld bekommen von der Frau. Also obwohl ich ja eigentlich Teilhaber bin. So, zurück geht ihr in die Mittelstadt. Oder beziehungsweise zum Markt. Mit Wurfwaffen kannst du Gegner angreifen. Das richtige Gift macht es einer tödlichen Gefahr. Achte aber auf deine Ausdauer. Ja, denn jedes Mal Wurfwaffe schmeißen kostet Ausdauer. Ich schon verzieren, wer fürs Beschwächen gegen davon. Cool. So, gehen wir mal die letzten Quests ab. Und dann gehen wir zu Papa. Ein weiterer Schlag wieder die Finsternis. Ihr wollt euch.
Ja, ich habe hier die edlen Perlen. Auftrag ausgeführt. Nun denn, nehmt dies und Rondra. Auftrag. Er sagt immer dasselbe, okay. Ein guter Tag. Zumindest noch keine Dämonen. Bis jetzt. So, wofür bestellt der Questmarker hin? Preiset die göttliche Loin. Ein weiterer Schlag von der Garde. Loin? Was ist das denn für eine Aussprache? Die göttliche Loin. Loin. Ein guter Tag. So, Papa, ich bin wieder da. Du bist zurück. Das heißt, du hast Gamad besiegt. Es war sein Schicksal, behauptete er. Die Macht seiner Gabe ist auf mich übergegangen, wie schon die von Falk. Aber ich kann dir noch mehr erzählen, von untoten Sklaven und falschen Heiligen. Na, erzähl mal. Wir kennen's ja schon. Es nur noch fünf. Es ist schrecklich zu erfahren, wie sich die eigenen Kinder abschlachten. Und die nächste Erwachte ist schon auf deiner Spur. Sie sagt, sie wird dich finden. Und sie gab mir das hier. Eine Erwachte war hier? Sie hat mit dir gesprochen? Ich weiß nicht, ob sie uns als Verbündete will oder nur als Werkzeuge für ihren Plan. Dies ist eine Beschwörungsanleitung. Sie sagte, man könne damit den Dämon rufen, der eure Gaben schuf. Doch das Dokument ist kompliziert. Nanduria-Zeichen, dreimal verschlüsselt. Ich werde einige Zeit brauchen, um mir einen Reim darauf zu machen. Warum sollte sie uns in die Hände spielen, wenn sie alles hat und wir nichts? Sie meint, sie könne euch aus dem Tötungszwang befreien. Im Augenblick müssen wir mitspielen, fürchte ich. Nur so lange, bis sie sich mir zeigt. Dann wird sie mir antworten. Irgendwie wollen die alle aus dem Tötungszwang ausbrechen, aber sie können nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon alles, ne? Ach, wisst ihr was? Riesigen Beschwörung, Fallschleif. Nee, das hat man gar nicht. Was verspricht sich diese Erwachte von einer Dämonenbeschwörung? Sowas ist riskant. Wenn sie die Wahrheit sagt, können die Zutaten auf dieser Anleitung wirklich dabei helfen. Jeder Dämon hat seine Eigenarten, auf die man bei der Beschwörung achten muss. Wirklich gefährlich wird es, wenn er erscheint. Der wahre Name des Dämons hilft, ihn unter Kontrolle zu halten. Doch du kannst nie sicher sein, ob er wirklich deinem Befehl folgt oder dich hintergeht. Am Ende ist der Wortlaut des Befehls das Wichtigste. Was immer du mit dem Dämon aushandelst, er wird sich daran halten. Und genau deshalb wird jeder Beschwörer irgendwann in die Niederhöllen gerissen, weil er einmal die falschen Worte gewählt hat. Du hast es immer schon verstanden, mir Mut zu machen. Du bist nicht jeder Beschwörer, Chiron. Das stimmt, ich bin gar kein Beschwörer. Großartig. Du hast von Gamad als deinem Kind gesprochen. Sag mir nicht, dass du der Vater von uns allen bist. Kalandra ist nicht deine Schwester, das weißt du. Ich weiß, dass ich drei der sieben zeugte. Ein Mädchen, zwei Jungen. Und einer der Jungen bist du. Und Kalandra? Sie hat einen anderen Vater. Er ist ebenso scharfsinnig wie besessen von Borbarats Lehre. Drei Frauen, vier Männer. Das sollten die sieben Erwachten sein. Das heißt, diese Erwachte könnte meine echte Schwester sein? Ja, vielleicht war Falk dein Bruder. Vielleicht auch Gamad. Oder noch ein anderer. Toll. Das ist ja großartig. Diese... ist doch... Inzest ist das doch. Das ist ja schon hier... Nein, ich sag's besser nicht. Ich habe herausgefunden, dass Azeril mit Kalandra im Krallenmoor war, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Mithilfe einer dämonischen Pflanze. Azeril hat ihr Gamad vorgestellt, aber die beiden nicht kämpfen lassen. Wie Gamad über die beiden sprach, es hat mich daran erinnert, wie du uns unterrichtet hast. Das passt. Azeril versucht, Kalandra mit Borbarats Lehren zu verführen. So wie mich. Riesiges Wissen, unendliche Macht, verlockende Dinge. Wir wissen auch nicht, welche Rolle die Erwachte spielt, die dich besucht hat. Vielleicht ist sie sogar Kalandras Botin.
oder ihre Mörderin. Das wäre das Schlimmste. Du musst mir doch irgendwas über diese Erwachte sagen können. Sie ist immerhin hierher gekommen. Vielleicht hat ihre Gabe sie zu dir gezogen. Vielleicht konnte sie ihrer Macht nicht länger widerstehen. Die Gabe beeinflusst den Willen ihrer Träger. Du hast es auch schon bemerkt, nicht? Ja, kannst du mir mehr über sie sagen? Ihre Kleidung ist aufreizend. Viele nekromantische Symbole. Nicht gerade borbaradianisch. Vielleicht gehört sie nicht zu Azeriths Anhängern. Sie sagte zwar, dass sie dir helfen will. Möglich, dass sie dir eine Falle stellen will. Aber mit ihrem Aussehen wird sie sich in Wahrung bedeckt halten müssen. Das könnte dir einen Vorteil verschaffen. Na, hoffentlich. Wenn sie leicht bekleidet ist, könnte es fast schon sein, dass sie dann wahrscheinlich Belgele-Paktiererin ist. Warum sollte ich diesen Dämon überhaupt beschwören? Wenn es wirklich das Schicksal der Gabenträger ist, einander zu töten, dann ist der Dämon wahrscheinlich der Einzige, der diesen Zwang aufheben kann. Eine Verhandlung mit ihm dürfte jedenfalls mehr Aussicht auf Erfolg haben, als der Versuch, Azeril von ihrem Plan abzubringen. Dämonen gieren nach Menschenseelen und sonst nach nichts. Richtig. Und das ist deine Chance. Mit dem Ritual eurer Geburt zwang Azeril den Dämon unter ihren Willen. Nur deshalb schuf er die Gaben. Darum dürfte er sie hassen. Wenn du ihm etwas Wertvolles anbieten kannst, dann wäre er sicher nicht abgeneigt, sich an ihr zu rächen. Ich muss ihm meine Seele anbieten? Hoffentlich nicht. Aber du hast etwas, das er will und aus irgendeinem Grund nicht bekommen kann. Sonst hätte er es sich schon geholt. Außerdem wollt ihr beide Azeril schaden. Das ist keine schlechte Verhandlungsbasis. Toll. Muss also einen Dämon beschwören, ja? Ich habe noch nie einen Dämon beschworen. Selbst wenn ich wollte, ich wüsste nicht wie. Eine Beschwörung bricht man auch nicht übers Knie. Sie benötigt viel Zeit zur Vorbereitung. Soweit ich das Dokument bis jetzt verstanden habe, sind 3 Paraphernalia notwendig, um die Beschwörung durchzuführen. Paraphernalia? Opfergaben an den Dämon, um ihn leichter zu rufen und ihn dann besser zu beherrschen. Beschwörungszutaten, wenn man so will. Hier steht: Zuvörderst nimm 3 Steine der 3 großen Mächte. Bestiehl hierfür der Herrensitze wiederum 3, von Welt, von Zauber und von Göttlichkeit. Verbrenne nunmehr diese 3 in daimonisch sengend Flammen aus der Niederhöll. Wo soll ich denn solche Steine herbekommen? Beschwörungsanleitungen sind im Grunde Auslegungssache. Wahrscheinlich wirst du irgendwie improvisieren müssen. Am besten findest du diese Erwachte und befragst sie. Danach kannst du immer noch entscheiden, ob du die Beschwörung durchführen willst. Wenn sie mich nicht in eine Falle lockt, um mich zu töten. So oder so, du kannst nur gewinnen. Okay, jetzt hör mal zu, Vater. Bei der Beschwörung eines Elementars kann man improvisieren. Bei der Beschwörung eines mächtigen Dämons sollte man das tunlichst vermeiden. Keiner wohl die Wahrheit sein. Naja, du wirst wahrscheinlich irgendwas brauchen, keine Ahnung was. Du wirst wohl improvisieren müssen. Ich möchte nicht. Naja. Aber dann machen wir das nächste Mal erst weiter. Ich mache jetzt mal wieder eine Pause. Ich habe Hunger. Und außerdem... ja, 1,5 Stunden sollen wir wieder für eine Weile reichen. Ich hoffe, es hat euch bisher wieder mal gefallen. Wir haben Gamat getötet. Die nächste wird dann wahrscheinlich die Unbekannte sein. Da wir uns sowieso alle umbringen müssen, es kann ja nur eingeben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Oder bis gleich. Je nach Schnitt. Bis dahin. Ciao, ciao. So, willkommen zurück bei das schwarze Auge Dämonikon. Ja, endlich wieder in Wahrung und endlich wieder neue Aufnahme. Ich muss heute mal ein bisschen mehr aufnehmen als sonst. Denn ich brauche noch eine Folge für morgen. Heute ist Samstag. Heute erscheint gerade Folge 40 oder Folge 41 ist noch nicht fertig gerendert. Wir müssen also... genau, die Hinrichtung. Da bin ich mal gespannt, ob es klappt. Leute von Wahrung! Seht ihr den Schurken, der verantwortlich für den Angriff auf unsere Stadt und unseren Glauben war?
Das Richtschwert, das er entweihte, ist zu gut für ihn. Ein schnöder Strick soll genügen, seine finstere Seele an jenen Ort zu schicken, wo sie hingehört. Die Niederhöllen. Wisset, Baroka, so geht es einem jeden, der vermeint, sich wieder die 12 Götter auflehnen zu können. Und das meint besonders jene, welche die Geschehnisse der letzten Zeit zum Anlass nehmen, ihre Gier zu stillen. Sie irren. Und wenn nötig, werde ich sie zur Rechenschaft ziehen. Nun, Schurke, ein letztes Wort. Ihr werdet zahlen. Ihr werdet alle zahlen. Feuer! Feuer am alten Rondra-Tempel! Oh! Skelene! Magtale! Vitarika! Verzeiht, Herr. Habt ihr meine Mädchen gesehen? Wir waren verabredet, aber sie sind nicht aufgetaucht. Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Oh, ihr seid es. Richtig. Ihr seid schuld, dass mein Bruder im Molchenberg gestorben ist. Wenigstens jetzt könntet ihr mir helfen, wenn ich die Mädchen auch noch verliere. Habe ich niemanden mehr. Bitte, sucht meine Töchter. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Mehr Informationen, zum Beispiel... Warum hast du nur ein halbes Kind in der Hand? Wo ist der Rest vom Kind? Was ist das? Warum habe ich nicht genug überreden? Mist. Wisst ihr mehr darüber, was zwischen der Garde und dem Kartell vorgefallen ist? Die Straßen wirken, als wäre Wahrung im Krieg. Ich bin nur eine einfache Fuhrmannsfrau. Aber ich glaube, es geht um Macht. Wie immer. Vielleicht auch mit den Rondrianern? Ich meine, seit dem Verrat des Herrn von Arivor waren die sehr mit sich selbst beschäftigt. Viele Duelle, viele Tote. Sie hatten also wenig Zeit, sich um das Flüchtlingslager zu kümmern. Aber was hat das mit meinen Kindern zu tun? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich waren es irgendwo zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie so oft. Mein Auftrag. Mir ist aufgefallen, dass der Beschwörer vom Schafott aus ein Kind angestarrt hat. Kann es sein, dass eure Töchter bei der Hinrichtung waren? Oder wenigstens eine von ihnen? Die Hinrichtung? Gut möglich. Sie waren eigentlich immer dort, wo es etwas zu sehen gab. Besonders Magtale fand sowas toll. Hat die anderen sogar zu Mutproben am Gefängnis angestiftet. Obwohl ich das immer verboten habe. Mutproben bei den Zellen von Räubern, Mördern und Schändern. Schätze, der Beschwörer hat ihnen besonders gefallen. Bei der dunklen Mutter. Von dem haben sie wirklich erzählt. Bitte, ihr müsst sie finden. Sie sind Drillinge, kaum 10 Jahre alt. Sie haben mein Haar und sie tragen alle ein grünes Kleidchen. Das Gefängnis ist im Garde-Hauptquartier, aber sie könnten überall sein. Vielleicht sogar in der Oberstadt. Ich sehe mich mal um. Okay, Sie haben Mutproben gemacht, aber ich habe es ihnen verboten. Das macht's doch noch viel besser. Alles, was verboten ist, ist aufregend. Er verabschiedet sich nicht mal, okay. Im Flüchtlingslager sollen die Toten aufgestanden sein, um das Fleisch der Lebenden zu fressen. Ist schon vorbei. So, wo sagt er denn, wo ich lang gehen soll? Zum Renderontra-Tempel? Aber sehr gerne doch. Das schaue ich mir doch gerne an. 12 Götter. Schwachsinn. Oh, da hängt ja was. Eine halb verwischte Kritzelei an der Tempelwand. Der Text ist lang und die Schrift ist kantig, als habe der Schreiber mit jeder Linie einen Schwertstreich führen wollen. Ich will, dass die Raben auf euch kacken. Praios, Rondra, Fex, Zar, Pereine, Rajon, wie ihr alle heißt. Nicht einmal Firun hat mir geantwortet. Götter nennt ihr euch, aber auf meine Gebete habt ihr nicht mehr Antworten als die Wand in meiner Kammer. Doch im nächsten Winter wird Belshirasch mich warm halten und wer klug ist, wartet mit dem Pakt nicht, bis es schneit. Belshirasch, ja. Der Erzdämon des Eises. Wachsen die Pflanzen nach? Wäre toll. Oh, eine Kiste.
Das kennen wir ja schon. Die Pflanzen wachsen nach, das ist ja toll. Oder wachsen die jetzt bloß nach, weil ich die Stadt verlassen hatte?